wirklich seit einem Jahr jetzt hier. Und was ich gemerkt habe, dass wir alle, die hier auch hinkommen, dass wir weitergeben sollen, dass wir sozusagen die Menschen berühren sollen in irgendeiner Weise, weil es ist im Augenblick ist es so auf der Erde, denke ich, also fühle ich auch, dass immer mehr Menschen gesandt werden, um andere Menschen zu berühren. Wie ein Stein, der ins Wasser fällt und der immer weiter die Kreise macht. Ich glaube, es ist irgendwie schon die Zeit jetzt, wo es so langsam, also nicht dem Ende, also eigentlich dem Anfang, wo Jesus jetzt schon macht, so die, die nicht glauben, die sollen noch gerettet werden, so von uns, so, also nicht von uns, also von den Menschen, die schon glauben. Und das muss gefestigt werden. Und deswegen, die Angriffe sind natürlich da. Und dieses Wort Gottes, dass wir das immer, dass eigentlich ständig Gott bei uns ist, weil die Angriffe sind ziemlich stark. Und wenn wir immer Gott in uns haben, das ist schwierig, das merke ich auch. Aber je mehr ich Kraft, also je mehr ich stark in Gott bin, desto weniger kann das Negative mich angreifen. Aber unsere Aufgabe, ich weiß es genau und auch meine ganz sicher, ist, die Menschen zu berühren in einer Weise, dass sie noch die Chance haben, noch umzukehren. Weil es ist so. Ich habe es auch im Gefühl, dass es dauert nicht mehr lange. So lange dauert es nicht. Und es wird immer mehr, dass auch Menschen auf einen zukommen, die die Hilfe brauchen. Ich merke es immer mehr. Es ist unfassbar. Also das, was ich in letzter Zeit merke, diese Kraft, aber auch gleichzeitig diese Gegenkräfte, die da kommen, weil, ja, das ist jetzt so, wird immer mehr und immer stärker. Und das ist eben, wir müssen echt stark im Glauben sein und immer wieder die Kraft aufnehmen, wenn es geht, einen ganzen Tag, dass Gott bei uns ist. Weil das macht uns stark. Das macht uns stark. Danke.